Also wir fahren jetzt übrigens Instrumente kaufen. Okay, also ich habe jetzt schon mal geschaut. Ne? Ja. Das erste Instrument ist ein Horn. Bei eBay stand drin, Jagdhorn First Place gebraucht, also ein Jagdhorn. Jagdhorn. 75 Euro. Ist man eigentlich, wenn man der in der Band ist, der das Jagdhorn spielt, schleppt man da die Weiber ab? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Und jetzt Jagdhorn-Solo. An der Größe des Hornes erkennt man den Lornis. Das ist ein Lornis. Ja. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo, Kebukus, hallo. Guten Tag. Hi. Hallo, ich habe noch einen Kollegen mitgebracht. Ja, hey. Hallo. Der sich ein bisschen besser auskennt. So, das ist ein Jagdhorn. Ich finde, ich kann es tragen. Ja. Macht es fett oder? Nee, dick nicht. Sie können merken, wir machen immer sauber. Ich kann das, ich bin Schlagzeuger. Schlagzeuger. Also, du weißt schon, wo. Also, da kommt ja gar nichts raus. Wo man das aufhängt. Nee, das ist. Und, das musst du blasen wie eine Trompete, ne? Ja! Wie gut kann ich denn das? Schön. Wie weit muss ich das im Mund nehmen? So? Ja, ach doch. Oder? Ach doch, richtig. Ja, gut. Oh, nicht so. Halb. Sie haben gesagt, bis hier. Halb. Ja, ja. Cool. Ein bisschen besser drauf kommt, ja, ich habe da Cajon, Bongo. Ja. Auf gar keinen Fall. Aber sag doch mal, was daran so scheiße ist. Echt, das ist einfach, da sitzen Leute, da sitzen Leute. Also es ist so ein bisschen wie auf dem Bierkasten sitzen, ne? Also zum Mädchen beeindrucken ist es tatsächlich nichts. Und gestern auf Konzert. Den Sänger nach Hause gegangen und du eben mit dem Cajon-Spieler. Cajonisten. Aber wer schleppt die meisten ab? Die Jagdhornistin. Wunderbar. Es gibt was. Cool. Sie bläst zur Balz. Wir fahren jetzt zum Schlagzeug. Ein Schlagzeug kaufen. Also, wenn wir zu Klaus fahren, dann sind das vier Gitarren. Dann drei Gitarren, ein Bass. Und zwar eine Yamaha-Gitarre. Lackschäden, hässliche Aufkleber auf der Rückseite, hätte bei Interesse noch hässliche Pro-Atomkraft und Franz und Strauß-Aufkleber für die Vorderseite. Nicht schlecht. Das ist aber geil. Das Beste ist, und die nehmen wir auf jeden Fall so oder so, ohne Handeln, Gitarre zum Kaputtschlagen auf der Bühne. Zum Ausschlachten lohnt sich das Teil auf keinen Fall, da alle verbauten Komponenten der letzte Schrott sind. Verhandlungsbasis 40 Euro und eine Kasten Bier. Ey, wir werden da total besoffen sein. Hallo, hey. Bist du Klaus? Ja. Super, hi. Hey. Klaus, Fehler, hi. Caroline, hi. Proberaum. Ja. Sollen wir jetzt mal einen trinken oder sollen wir... Ich wusste es. Prost. Und welche ist jetzt die, die wir kaputt machen können? Das ist die kleine braune da, die habe ich heute Morgen noch zusammengelötet. Aber wie kriege ich die denn kaputt? Die sieht ziemlich massiv aus, ey. Ja, also ich würde jetzt bei der Gitarre davon ausgehen, dass die beim ersten Schlag kaputt geht, weil die hier ist schon so angebrochen. Ja. So, da wird die wahrscheinlich hier so absplittern. Okay. Kann man dann auch im Publikum verschenken und so, da freuen sich die Leute. Da freuen die sich ja. Das Pickup ist extra dafür eingebaut, damit die noch Noise macht beim Zerschlagen. Ah. Ja, genau, sonst macht die kein Geräusch. Okay, ja, mach mal an. Ne, also wenn die Saiten drauf sind, alles schön, dann... Ja, ne, sobald die... Also, ganz kurz, Moment. Stimmt noch. Viel besser. Hast du denn auch, also verkaufst du die Schlagzeuge auch? Oder darf der Bela mal was spielen? Weil wir haben eben jetzt so enttäuschende Dinge erlebt mit Blasinstrumenten. Ich glaube, du brauchst jetzt mal für deinen Selbstbewusstsein. Ja, wahrscheinlich wäre das jetzt noch viel schlimmer. Ist mir wenigstens. Oder ich setze mich mal dran und wenn ich das auch noch besser kann, dann brechen wir hier ab. Uhr ab, ich habe fast. Wer hat mit dem rechten Fuß. We'll be right back.
Cool. Ja, fühlt sich jetzt besser, oder was? Fühlt sich jetzt besser. Kann mal jemand das, das Horn holen? Okay, dann, ich würde sagen, aber die zu zerschlagende Gitarre, die nehmen wir, oder? Auf jeden Fall. Aber es gab doch noch hässliche Aufkleber dazu. Haben Sie Aufkleber? Oder? Geben Sie mir mal Aufkleber. Den kenne ich noch. Bei Dunkelheit, bei kaltem Hintern. Genau, Atomkraft überwintern. Pro Atomkraft. Bundeswehr, mit Sicherheit ja. Ist das sowas, was du so Frauen zeigst? Also, ich zeig dir meine Aufklebersammlung oder so? Ja. Ja, ich auch und dann eine rennen die Schreien weg. Ich habe ja auch schöne Aufkleber. So. Boah, darf ich so einen bunten WDR-Aufkleber haben? Ja. Gut, dann haben wir jetzt also die Aufkleber. Die zu zerschlagende Gitarre nehmen wir. Okay. Wir lassen dir den Kasten da. Und was kriegst du dann noch für alles zusammen? Das haben wir für die Aufkleber 35 Euro und für die Gitarre 5. Dann sind wir bei 40. Geil, gutes Geschäft. Sehr gutes Geschäft. Denke auch. Schon irritierend, komplett ohne Spiegel zu fahren. Ja, ne? Aber Gott sei Dank gibt es auch keine Sitzgurte. Ja, ne? Und das ist der zweite Gang, liebe Leute. War schon total oft in Köln. Ja? Aber sonst, du wohnst in Hamburg, richtig? Ich wohne in Hamburg, genau. Mein Vater ist Kölner. Ja? Genau, war ja als Kind ganz oft hier und jetzt habe ich ganz oft hier gespielt. War immer Popcom hier, das waren schöne Zeiten. Oh ja, ich erinnere mich aber. Seite. Von der anderen Seite? Naja, von vor der Bühne. Ach so. Ich habe auf der Popcom mein allererstes Autogramm geholt von Mola Adebisi. Von Mola Adebisi? Ja, und von Stefan Raab. Mola Adebisi und Stefan Raab, aber Stefan Raab war damals der Unbekanntere. Ja, der hatte die Version, ne? Genau. Und dann hat er, weiß ich noch, mir, meiner Freundin, Autogramm gegeben und hat aber Hans Meiser draufgeschrieben. Und wir fanden das total blöd. So, Wieso schreibt der Hans Meiser drauf? Mola Adebisi ist viel cooler. Der hat einfach Mola Adebisi geschrieben. Ja, und jetzt aus heutiger Sicht? Habe ich das Raab-Autogramm weggeschmissen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich schätze schon. Wenn wir im Tourbus Autogramme schreiben, dann machen wir immer so einen Stapel und schreiben immer Autogramme. Und damit, um die Aufmerksamkeit der anderen zu testen, schreiben wir dann mal auf einzelnen Autogrammkarten irgendeinen Quatsch. Aha. So. Penis auch mal? Fast nur. Ja, gut. Nehmen wir auf einer der allerersten Konzerte, haben wir auf so einem Festival gespielt oder Radiofest oder sowas. Und dann saßen in so einem Wohnwagen rum und gewartet, bis wir auftreten. Und dann kam unser einziger Rodi und Freund vorbei und hatte irgendwelche Kinder gesehen und kam mit irgendwie einem Luftballon an und meinte, schreib mal deinen Namen drauf. Und da habe ich einen Penis drauf gemalt. Für Kinder. Und dann ist er zu dem Kind gegangen, hat dem Kind den Luftballon gegeben. Ja. Der hat sich ganz doll gefreut und hat sich dann umgedreht. Und beim Umdrehen hat dann unser Rodi gesehen, dass da ein Penis drauf war. Und ist ihm noch hinterhergelaufen. Dann kamen aber die Eltern. Dann ist er dann schnell weggegangen. Ja. Kannst du dich der sah sehr gut aus, der Penis, mit ganz viel Haaren dran. So. Ach, gut. Das war noch so schön. 80er. Ich habe mal in meinem alten Programm hatte ich so eine Nummer über die Kirche. Da ist er. Und da ist, dann habe ich so erzählt, dass ich als Kind unheimlich Angst hatte vor Jesus. Ne? Ja. Und dass ich immer in der Kirche saß und so auf Jesus gestarrt habe. Und weil ich immer Angst hatte, der würde so aufwachen. Und dann ist während der Nummer, also habe ich in Berlin gespielt, ist hinter mir ein Scheinwerfer explodiert. Und ich so, Jesus und bla. Und dann der Scheinwerfer und alle Leute. It's Jesus talking! Jesus talking. Jesus war der erste Zombie, ne? Das ist so. Der erste Tote, der vom Leben absolut auferstanden richtig. Ist. Ne? Und die Bibel ist The Walking Dead. Kennst du Gita George? Nee. Gita George ist, der ist zur Weltruhm erlangt durch die, das ist in Hamburg, ein Gitarrenladen. Und der ist zur Weltruhm erlangt, weil der scheinbar den Dire Straits mal eine Gitarre verkauft hat, bevor die ihre erste Platte aufgenommen haben. Und die haben in ihrer ersten Single, Sultans of Swing, gibt die Textzeile Gita George, he knows all the chords. Und dann hat mir ein Freund erzählt. Der meinte Ideen. Also ein Freund meinte, ist ein Gitarristenfreund von mir. Oh ja, mega Mückenstich hier. Hamburg. Meinte dann, dass das der Gita George ist. Und dann wollte ich da unbedingt mal rein, mal sehen, was ist so irgendwie abgefahrene Geschichte. Und dann bin ich da rein und da ist mir eine Mauer an Käse, Fußkäsegeruch. Entgegenstand. Ein Blick nach unten, er stand da in Socken, seine Schuhe standen ausgezogen neben der Tür. War schon irgendwie klar, wechselt wahrscheinlich die Socken nicht oft oder hat
Keine Ahnung. Aber wieso haben die Dire Straits das nicht dazu gesungen? Weil dann hättest du gewusst, okay, then he knows all the chords, but he also es smells like a horse. his feet are stinking into the music. Keine Ahnung. Und dann davon ist in dem ganzen Text nicht die Rede. Ich würde mich beschweren. Danke, Dire Straits. Ja, danke Gott, für mehr nichts. Euch zu hassen. Genau. Die Gitarre, die ich jetzt gekauft habe, ja, die ist schon ziemlich geil. Die ist oder? Gut. Kannst du mir nachher schnell zeigen, wie man die spielt, dass ich das dann ja, weiß? Genau. Weil wäre ja blöd, wenn ich eine Gitarre nehme, ich könnte nicht Gitarre spielen. Ich zeig dir einfach die 10, 11 Akkorde mit ein bisschen Picking und dann wird das. Ja, bitte, was denn? Ding, mein Vater ist ja Gitarrist auch. Du spielst die Solo bei dir, ja? Okay. Und warum kann der dir nichts beibringen? Oder was für Interesse? Ich habe früher gesagt, Papa, bring mir doch mal eine Gitarre bei. Der hat gesagt, nee. Ich sag, warum? Da bist du zu blöd für. So, ja, ja, ja. Aber meine Gitarre und Karriere vorbei. Mein Horn. Soll ich mal das als Hupe benutzen? Ich finde schon. Ich finde, du könntest bei jemanden anrufen. Könnt ihr jetzt mal. Ja. Ich habe ja gelernt von dir. Ich hoffe. Ja. Gib mir deine seelische Kraft. Ja. Scheiße. Geht nicht, ne? Ja. Vorhin ging's, als die Kamera nicht dabei war. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Oh. Ah, das ist jetzt auch einfach. Okay. Jetzt lass mich nochmal. Ja. Wenn das so richtig beim Autofahren ist, auch geil. Oh, es ist ein bisschen laut hier. Alter, die kann das. Klar kann sie das. Sie kann alles. Ganz gut. Ich musste Klavier lernen. Ich hab's gehasst. Ich hab's ehrlich gehasst. Ja. Ein bisschen neidisch, weil ich finde Klavier eigentlich total geil. Ein tolles Instrument. Ich mochte es überhaupt nicht. Und ich musste Wind of Change spielen. Wind so of gern. Change, okay. Also, und ich fand es so schön. Und wer so, hat das bestimmt, so dass du das spielen musst? Der Klavierlehrer. Ich fand es gar nicht. Klaus. Klaus oder Rudi. Ich weiß Rudi. Gar nicht mehr, wie der oder? Hieß. Der war Wind of Change. Furchtbar. Das Lied ist, mein Leben lang hasse ich dieses Lied. Ja, mit Recht. Boah. Aber es ist schon interessant, wie sehr man Lieder hassen kann. Weil ich habe wirklich zu Wind of Change so eine Abneigung entwickelt. Aber es gibt noch ein Lied, was ich schlimmer finde. Es okay. gibt ein einziges okay. Lied, das, da okay. muss ich wirklich den Raum verlassen, wenn das kommt. Okay. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Lemon Tree. Lemon Tree. Das finde ich wirklich eine Besserland. Frechheit ja. in den Ohren. Sitting here in the morning. Und der Text ist ja auch, I'm sitting here. Boring Room. Ich sitze hier rum, es ist scheiß langweilig und dann mach doch kein Lied darüber. Ja, ja. My band is playing and I start to sing. Boah, furchtbar. Drop down my pants, my schlong starts to swing. Something like this. Willst du auch im Jelly Bean? Die haben Geschmack wie alte Socken. Kotze. Ich verstehe, okay, warte mal. Und das du kannst entweder, wenn du jetzt eine gelbe isst, dann ist es entweder die leckere Buttered Popcorn richtig. Oder Rotten Egg, ein faules Ei. Und das und muss ganz eklig sein. Ich habe es auf einer Party zum ersten Mal gehabt. Toter Fisch. Ja. Okay, komm, wir machen mal auf. Verdorbene Milch. Oh nein, und dann? Und wenn es dann eklig ist, warte, ich muss das Fenster aufmachen, falls ich es rausspucken muss. Muss oh Gott, ich sterbe, wenn es... Die Mutprobe läuft sich darauf, dass man... Was hat das denn jetzt für einen Sinn überhaupt? Ist. Naja, das ist, was man Glück hat. Das ist ein Glücksspiel. So, du darfst dir so eins aussuchen. Warte. Menstruationsrot und... Skunkspray. Weil ich will wissen, was es... Sag mir, okay. Lies mir vor, was es sein warte, könnte. Dazu bräuchte ich meine Lesebrille, die ich nicht... Ich will auf keinen Fall das verrottete Ei. Okay. Weil dann kotze ich sofort im Strahl. Wir hätten hier canned dog food. Was stinkt doch jetzt schon, ganz ehrlich, oder? Oder Pudding. Oder Schokopudding und das andere ist auch. Komm, nimm mal. Ich hatte Hundefutter hatte ich schon mal, das geht. Das geht wirklich. Ich fusi es mit dem Ei. Kann ich vorher dran riechen? Nee, ne? Hast du es schon drin? Oh Gott. Was hast du? Was hast du denn? Es ist nicht das Ei. Ganz ehrlich? Ich weiß gerade nicht, ob das vielleicht Hundefutter sein könnte. Popel. Ich hab den Popel. Du hast Popel? Der Popel. Wie schmeckt der Popel? Alt. So alt. Hauch mich mal ein, ich will mal riechen. Boah!
Ganz gut, ne? Was sagt das Ei? Ich muss sofort, ich muss versuchen, das zu exorzieren mit. Oh Gott. Skunk Spray. Das ist nicht, also, nicht aber eklig, aber auch es stinkt irgendwie. Es stinkt schon. Es stinkt schon. Ich kann gar nicht genug kriegen. Barf. Kotze, das könnte hier. Das könnte Kotze sein. Kotze? Warte mal, jetzt fängt es aber ein bisschen an eklig zu schmecken. Kotze oder Pfirsich? Willst du? Das ist im Grunde das ja. Willst du Kotze oder Pfirsich probieren? Kotze oder Pfirsich? Ich finde es super. Ich finde es so super. Spiel mit Essen, das letzte Tabu in Zeiten wie diesen. Hey, ich glaube, es ist Pfirsich. Ich glaube, es ist Pfirsich. Ja, es ist Kotze. Es ist Kotze, aber es könnte mal Pfirsich gewesen sein. Ich habe Pfirsich. Ich habe Pfirsich eindeutig. Oh. Mmh, ist Pfirsich lecker? Mmh, ganz gut, sehr lecker. Okay. Okay. Ich habe Kotze. Mach mal rein. Oder Moment, man kann halt sich Kotze mischen mit vergorener also Pfirsich, Milch. Der hat so einen starken Pfirsichgeschmack, dass das wirklich. Fuck you, ey. Ich finde auch gut, das kannst du dir auch mal besorgen. Das sind so Kapseln, die kann man essen. Die schmecken auch nach was Süßen. Und da ist Glitzer drin. Und wenn du dann am nächsten Tag kacken gehst, dann glitzert deine Scheiße. Ach, jetzt hör mal auf. Das ist ja geil. Mhm. Ich bin total anal fixiert. Also was das angeht. Ist gut. Also, so Gags angeht. Ja, sehr gut. Ja. Warst du schon mal bei mir in der Show? Nee. Warum nicht? Hol ich noch nach. Ich habe jetzt in Hamburg gespielt, am Freitag in der Sporthalle. Nee, da war ich noch nicht. Aber ich habe einen Zusatztermin im November. Okay, ich komm vorbei. Komm bitte vorbei. Weißt du, wie viele Analwitze? Ich mache nur die ersten 20 Minuten geht es nur ums Furzen. Genau. Echt? Ohne Witz. Dann kann und ich mir ein Bier und holen um gehen Bierschiss und so. Ach, geil. Und dann hol ich mir ein Bier. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh, was war das? War ganz eklig. Ja, bestimmt Ei. Limpino war ich schon ein paar Mal. Ja, das war Ei. Ei? Wie heißt es? Vergorenes Ei? Vergorenes Ei. Nee, war jetzt, ich schon, ich fand ganz war. Ehrlich, das gemähte Gras ekliger als die Kotze. Echt? Mhm. Okay. Oh, nochmal. Ich guck nicht hin und ich grabe. Mach mal so. Okay. Scheiße, das kann so eine vergorene Scheiße sein. Let's check. Das ist vergorener Käse. Oh. Das geht gar nicht. Das war die Milch. Fuck, ey. Das war dasselbe, was ich davor hatte. Das ist ja. Gibt's auch Scheiße? Nee. Echt nicht? Oder? Ich wüsste überhaupt nicht, wie Scheiße schmeckt. Ich hab wieder Schokopudding. Wie schmeckt denn Scheiße eigentlich? Weiß ich nicht. Vielleicht schmeckt Scheiße gar nicht so scheiße. Ich hab so ganz konventionelle sexuelle Liebhaben. Das hat Scheiße nicht viel mit zu tun. Mit wie bitte was? Mit konventionellem was? Konventionelle sexuelle Vorlieben. Da hat Scheiße nicht viel mit zu tun. Nee, deswegen. Deshalb ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, ich weiß es auch nicht, wie es schmeckt. Aber, Ich glaube, wenn wir das jetzt hier so anregen, vielleicht kann die Firma Jelly Bean. Ich würde es anregen. Genau. Einfach nochmal so ein Bean booselt. Na gut, guck mal, aber wir wussten ja auch nicht, wie Stinkesocken schmecken. Man weiß, wie Kotze aber jetzt schmeckt. Wissen wir es. Man weiß, wie Kotze schmeckt, man weiß, wie vergorene Milch schmeckt, man weiß, wie faule Eier schmecken. Mhm. Das weiß man alles. Aber man weiß nicht, wie Scheiße schmeckt. Jemand wird es wissen auf der Welt. Es gibt eine kleine Gruppe Menschen, die wissen, wie Scheiße schmeckt. Ja. Mhm. Was meinst du, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir jemanden kennen, der weiß, wie Scheiße schmeckt? Ich bin ja großer Anhänger der Sechs-Ecken-Theorie. Dass man jeden über sechs Ecken kennt? Jeden Menschen. Und das habe ich immer mal wieder mit völlig unwahrscheinlichen Leuten gemacht. Und das haut hin. Also, wir kannten uns jetzt schon über Thilo. Das war ja nur eine Ecke. Das war nur eine Ecke, ja. Aber jetzt so. Und über Martin. Die Queen. So. Das habe ich auch über sechs Ecken. Oder George Bush. So. Aber da hast du dir auch eins nach dem anderen reinballerst. Jetzt habe ich Buttered Popcorn.